Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft erklärt. Und in dieser Folge werden wir mal was ganz Neues machen, denn es gibt neue Sachen tatsächlich. Denn wir spielen jetzt in der Version 1.15 und das bedeutet, dass wir jetzt Bienen in Minecraft haben. Die wurden nämlich mit der 1.15 Version hinzugefügt und ich habe jetzt so die Idee, dass wir uns jetzt erstmal ein paar Bienen schnappen und dann irgendwie so ein kleines, so ein Bienengehege bauen, so ein Bienen, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, so ein Lebensraum halt für Bienen, der ganz cool ist mit Blumen und so. Und ja, das werden wir heute machen. Und das Erste, was wir dafür tun müssen, ist natürlich erstmal Bienen finden. Und es ist immer bei neuen Versionen so, dass halt, wenn es neue Strukturen gibt, also zum Beispiel diese Bienenstöcke, die spawnen ja natürlich nicht in der Welt, die schon generiert wurde. Das bedeutet, wir müssen jetzt so weit laufen, bis die Welt eben noch nicht generiert wurde quasi. Und da müssten wir dann, ach so, ich muss ja erstmal die Koordinaten hier vielleicht aufschreiben. Ja, 250, 250, das kann man sich auch merken. Also wir müssen jetzt halt so weit laufen, dass die Welt noch nie generiert wurde und dementsprechend können dann erst die neuen Sachen kommen. Und das bedeutet, überall wo wir schon mal waren, da kommen jetzt keine neuen Honigblöcke oder sowas oder Bienen, sondern wir müssen halt wie gesagt erstmal eine ganze weite Strecke laufen, wobei wir gar nicht so viel gelaufen sind eigentlich. Also ich hoffe mal, dass wir einfach schnell was finden, denn wir wollen ja die Bienen auch irgendwie mit nach Hause kriegen. Und ich habe gelesen, dass man die tatsächlich mit Blumen anlocken kann, also normale Tiere lockt man ja mit Weizen oder mit Karotten und Kartoffeln oder mit Samen. Und bei Bienen ist es halt so, dass man die anscheinend mit Blumen locken kann. Das werden wir mal austesten. Und außerdem, ja, habe ich sonst so nur doch Leinen mit, dann können wir uns auch zwei Bienen schnappen. Ich glaube, die kann man auch vermehren, aber ich bin da tatsächlich noch nicht so der Profi dafür. Und die spawnen anscheinend vor allem in Sonnenblumen-Plains, in normalen Plains oder in Flower Forests. Und da werden wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwas finden. Und ich glaube, hier vorne sieht das schon ein bisschen nach Plain aus. Und irgendwie sind ein paar Lags da. Also ich habe auch noch keinen Optifine für diese Version. Das sorgt ja mal dafür, dass ein bisschen weniger Lags da sind. Das hier sieht doch echt schon mal aus wie ein Blumenwald. Oder warum sind hier so viele Tulpen? Ja, okay. Also wir werden jetzt mal schauen. Ich kann doch leider nicht ranzoomen, weil wie gesagt, ich habe keinen Optifine. Ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Das bedeutet, die müssen ja eigentlich schon mal Bienen kommen können. Ich laufe hier einfach mal im Plains-Biom einfach ein bisschen lang. Ich habe hier vorne jetzt tatsächlich ein Bienennest gefunden und ich weiß nicht, sehe ich jetzt irgendwie, ob da Bienen sind? Also hier drumherum fliegen ja anscheinend keine. Ist jetzt die Frage, kann ich den einfach abbauen, ohne dass ich da angegriffen werde oder was passiert dann? Okay, ja, ich nehme den Baum hier auch nochmal mit, den habe ich ja jetzt schon angefangen. Also ich habe jetzt so ein Bienennest, aber irgendwie sind hier keine Bienen. Ist ja ein bisschen komisch, fliegen die hier einfach irgendwo rum und ich finde die einfach nicht, oder? Oder wie ist das mit den Bienen? Kann natürlich auch sein, dass ein Bienennest spawnt, aber nicht unbedingt Bienen halt haben muss. Und Bienen spawnen dann irgendwo in der Nähe und fliegen dann halt zum nächsten Nest. Aber irgendwie ist hier gerade gar nichts. Ich laufe einfach nochmal ein bisschen weiter und gucke, ob ich noch mehr finde. Aber zur Not ein Bienennest haben wir ja schon mal. Ich weiß zwar nicht, was uns das bringt ohne Bienen, aber können wir schon mal mitarbeiten, denke ich. Und es wird jetzt auch gerade Nacht und ja, mal gucken, was hier so abgeht. Hier ist auf jeden Fall ein großer Ozean. Da können wir bestimmt später noch ein bisschen was erkunden. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, suche ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter. Und wenn ich irgendwas Cooles finde, dann sage ich euch Bescheid. Ich habe auch schon richtig viele Pferde gefunden und auch ganz viele verschiedene Blumen und so weiter. Die sammle ich auch immer ein. Einfach damit wir nachher, wenn wir diesen Bienenpark bauen quasi, dass wir da ein bisschen Abwechslung haben, ein bisschen ein paar verschiedene Blumen und so weiter. Sieht, glaube ich, ein bisschen cooler aus, als wenn wir da nur Rosen oder sowas hin tun. Und ich dachte gerade, da vorne ist ein Bienennest, aber das ist einfach nur ein Zombie in Goldrüstung. Und wie viele Viecher hier einfach sind. Wie viele Blumen hier aber auch sind. Das ist bestimmt auch neu in dem Update, dass jetzt überall so viele Blumen sind, oder? Ist mir das einfach nie aufgefallen. Ich meine, schaut euch das mal an, hier sind so viele verschiedene Blumen auch. Das war doch früher nicht so. Also wenn ich da an den an das Plains-Biom denke, wo wir halt gespawnt sind, das ist ja, da waren ja vielleicht Rosen und diese gelben Blumen maximal. Und hier ist ja richtig viel verschiedenes Zeug. Auch Tulpen und so weiter. Naja. Ich schau mal, was hier vorne noch abgeht. Das sind auf jeden Fall Schweine und Creeper und ganz viele Blumen. Ich müsste hier eigentlich echt mal ein paar Blumen sammeln gehen. So, haben wir hier noch irgendwas Cooles? Sehen wir irgendwo ein Bienennest? Sieht nicht so aus, oder? Vielleicht sind die auch nicht nachtaktiv und schlafen irgendwie oder sowas. Kann natürlich auch sein. Ich bin nicht so der Bienenexperte tatsächlich. Hier hört das ja irgendwie auf. Dann laufe ich nochmal hier lang. Und wir können auch eigentlich mal Endermänner jagen ein bisschen, weil wir wollen ja bald ins Ende. Und da schadet es, denke ich mal, nicht, wenn wir noch so ein paar extra... Explodiert er? Jo. Wenn man so ein paar extra Dingsmus hat. Ein paar extra Enderperlen. Können nie schaden. Wenn jetzt hier ziemlich viele Viecher sind, die mich gerade nerven. Ich will eigentlich nur den Enderman haben. Kann der mal sterben, bitte? Nee. Ich glaube, mein Schwert ist einfach nicht stark genug für den Enderman. So. Zack. Hat er was gegeben? Nö. Das ist ja blöd.
Na gut, dann laufen wir. Ne, im Sumpf könnte die eigentlich nicht sein. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein Plains-Biom finden oder sowas, damit wir hier weitersuchen können. Aber ich nehme auch ein paar Lilypads mit, weil die sind auch eigentlich immer ein cooles Deko-Element. Und die kann man sich ja sonst maximal von diesen Tradern tauschen und die sind da ein bisschen überteuert. Aber, naja, vielleicht finden wir auch eine Hexenhütte, dann können wir da eine Hexenfarm bauen, das wäre auch cool. Ja, aber ich laufe jetzt erstmal ein bisschen weiter, bis ich was finde und dann, wie gesagt, melde ich mich nochmal. Oh, ich habe hier tatsächlich direkt was gefunden, und zwar ist hier ein fetter Slime. Wir haben tatsächlich noch gar keinen einzigen Slimeball, glaube ich. Aber die sind eigentlich immer ziemlich worth. Gerade so für Redstone-Sachen, weil wir dann ja Sticky Pistons machen können. Und ich glaube, ja, es ist sogar, also ich weiß, dass die an Vollmond spawnen in diesem Gebiet hier, wie heißt es nochmal? Im Swamp, im Sumpf. Und da können wir die jetzt eigentlich auch nochmal ganz gut farmen. Ist eigentlich gutes Timing gewesen. Und wir haben hier sogar direkt noch einen Enderman. Den versuche ich jetzt auch nochmal zu killen. Und ich hoffe, der Creeper zerstört nicht gleich die Items, die der hier droppen wird. So, erstmal weg mit dem. Und dann, oh, ne, da hat auch wieder nichts gespawnt, nichts gedroppt. Na gut, ich laufe dann mal weiter. So, ich habe jetzt noch ein Plains-Biom gefunden. Und hier ist tatsächlich auch noch ein Dorf. Und da werden wir natürlich auch vorbeischauen, weil wir brauchen ja immer noch Karotten. Und vielleicht können wir hier irgendwas Cooles abstauben. Und außerdem, wie gesagt, haben wir hier, wie gesagt, ein Plains-Biom. Und das bedeutet, hier können natürlich auch wieder Bienen kommen. Und das bedeutet, wir werden hier gleich nochmal abchecken, ob hier irgendwo Bienen sind. Aber erstmal gucken wir hier im Dorf. Da sind Creeper. Sind hier gar keine Felder? Was ist das denn für ein Dorf ohne Felder? Hier ist halt echt kein Feld. Wow, und ich dachte, wir können jetzt hier mal irgendwie Karotten abholen oder sowas. Und dann ist hier einfach nicht ein einziges Feld. Das ist, habe ich auch noch nicht erlebt. So, mal schnell hier kurz rein. Gibt es hier irgendwas? Hier ist, auf jeden Fall gibt es hier Kisten. Und Kisten können ja zur Not auch noch Karotten sein. Das bedeutet, ich baue mir die Kisten ab. Nicht, dass ich hier verwirrt bin und die nochmal abbaue oder so. Nochmal angucken, meine ich. So, das bedeutet, wir schauen jetzt hier erstmal rum. Und gucken, ob wir vielleicht in irgendeiner Kiste noch Karotten finden. Weil, wie gesagt, die fehlen uns echt noch. Die sind einfach überall Villager, aber es gibt keine Karotten hier. Im ganzen Dorf keine Karotten. Das ist der Wahnsinn. Oder ist das auch ein Update, dass es jetzt keine Karotten mehr gibt? Nein, Spaß, glaube ich nicht, aber... Ja, theoretisch könnte es sein. Manchmal gibt es ja so Bugs, die sich einschleichen. Vielleicht in den Kirchen? Ich habe früher übrigens immer gedacht, das sind keine Kirchen, sondern Burgen. Aber... Oh, hier gibt es die Brewing-Stände. Die Brewing-Stands, oder wie auch immer die heißen. Das ist ja auch cool. Dann können wir uns die direkt mitnehmen. Dann muss ich die nicht selber craften. Weil wir haben sowieso nicht so viel Blaze-Rods. Und ich habe auch nicht so viel Spaß daran, Blaze-Rods zu farmen tatsächlich. Deswegen können wir die hier einfach mal mitnehmen. Ich würde sagen, ich gucke jetzt hier einfach nochmal ein bisschen weiter und dann suche ich nochmal ein paar Bienen. Und dann sehen wir uns, wenn ich welche gefunden habe. Ich habe da vorne an dem Baum, glaube ich, gerade welche gesehen. Oder zumindest ein Bienennest wieder. Ich hoffe mal, dass diesmal da ein paar Bienen sind. Und ja, das Dorf war ja wirklich sehr armselig. Also das Einzige, was ich da bekommen habe... Ja, okay, immerhin Brewing Stands. Das ist natürlich schon mal ein Anfang. Aber hier sind auch wieder keine... Doch, hier ist eine Biene. Hier ist eine Biene. Oh mein Gott. Es ist einfach... Und da oben ist noch so ein Ding. Es ist einfach eine Biene. Hier sind zwei Bienen. Das ist ja einfach perfekt. Dann kann ich... Ne, warte. Ich baue erstmal die Nester ab und dann schnappe ich mir die Bienen. So, zack. Weil dann haben wir nämlich... Und wenn ich das da oben noch hole, haben wir drei Stück. Und das müsste ja... Okay, reichen wird es wahrscheinlich nicht für immer, aber... So, für den Anfang, für unseren kleinen Bienenpark, müssen erstmal drei Nester reichen. Und ich glaube, es können bis zu drei Bienen in so ein Ding rein. Das bedeutet, wir haben theoretisch Platz für 9 Bienen. Und jetzt hüpfe ich hier runter wie so ein Idiot. Das müsste ja zumindest für den Anfang reichen, auf jeden Fall. So. Wo ist denn das Ding? Wo liegt denn der? Oder habe ich den schon eingesammelt? Tatsache, das ist ja was anderes wieder. Bienennest und Bienennest. Okay, warum kann ich die nicht stapeln? Ist da ein Unterschied? Vielleicht ist in dem einen eine Biene drinne. Das könnte natürlich sein. Jetzt gucke ich mal, ob die sich angelockt fühlen. Tatsache, das ist ja richtig witzig. Sind die schnell? Kann ich laufen und die kommen mir hinterher? Nee, ne? Nee, nicht so wirklich. Und hier war, glaube ich, auch noch eine Biene irgendwo. Nee. Wo ist denn die andere Biene? Sieht jemand die Biene? Findet die Biene? Findet Walter, findet die Biene? Das ist ja echt komisch. Oder vielleicht ist sie echt da drin, das könnte sein, oder? Also es macht sonst keinen Sinn, dass man die nicht stapeln kann irgendwie. So, die Biene schnappen wir uns aber mal schnell. Zack. Und jetzt können wir sie mitnehmen. Und jetzt suchen wir einfach noch eine Biene und dann düsen wir nach Hause. Vor allem, was mir auch gerade noch einfällt, ist, dass es in dem ganzen Dorf ja keinen einzigen Workstation-Block gibt. Also keine einzige Möglichkeit für die Dorfbewohner Berufe zu bekommen. Das bedeutet, dass hier die Arbeitslosenquote einfach 100% ist. Das ist ja schon ziemlich krass hier. Das ist bestimmt so ein ostdeutsches Dorf hier. Nein, Spaß, aber... das ist schon richtig krass eigentlich. Also, dass auch sowas generiert wird, so ist halt... Finde ich halt nicht so geil eigentlich. Und da oben ist, glaube ich... Nee, oder? Nee.
Ich dachte, da oben ist ein Bienennest, aber das ist einfach nur so ein Holzblock. Und die Biene hat jetzt einfach die Leine verloren. Also es ist ja doch gar nicht so einfach, die mit hinterher zu ziehen irgendwie. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Also wir laufen jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Richtung Hause. Und das müsste dann diese Richtung hier sein. Hier geht's nach unten und hier geht's nach unten. Nee, da geht's nach... Also in diese Richtung hier müssen wir eigentlich. Und dann schauen wir mal, ob eine Biene reicht. Beziehungsweise ob in dem einen Nest vielleicht doch eine Biene drin ist. Weil da können wir die eigentlich paaren unendlich. Also so unendlich, wie wir wollen halt paaren. Und das würde ja reichen, aber sonst muss ich ja nochmal los. Und die Biene hat sich einfach schon wieder losgerissen. Ist ja doch ein bisschen nervig hier. Ich dachte, man kann die einfach so ganz easy hinterherziehen, aber so einfach ist es dann wohl doch nicht. Jetzt muss ich echt die ganze Zeit gucken, dass ich die Biene nicht verliere. Na gut. Aber es ist besser, als sie hinterher zu locken, das auf jeden Fall. Hier könnte man eigentlich auch nochmal gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Bienennest ist. Sieht aber nicht so aus. Hier sind richtig viele Tiere. Ich weiß noch, am Anfang, da brauchten wir so viele Kühe. Ja, dann hatten wir ja sie irgendwann und jetzt sind die hier überall. Ist eigentlich schon traurig. Hier geht's ja noch weiter mit dem Plainsbiom. Vielleicht finden wir hier noch was. Vielleicht haben wir Glück. Und wir finden tatsächlich noch eine. Ja, sonst müssen wir einfach hoffen, dass in dem einen Bienennest noch was drin ist. So, die Biene will immer in die andere Richtung fliegen. Das ist ja auch geil. Ich glaube, hier sehe ich nichts. Laufen wir mal einfach hier weiter. Das müsste auch die richtige Richtung sein. Jawohl. So, ich sehe jetzt unser Haus. Beziehungsweise sehe ich zumindest unseren Beacon. So, und das bedeutet, wir sind einfach zu Hause angekommen und wir haben eine Biene. Und ich hoffe, wir haben noch eine Biene in dem anderen Bienennest. Weil, wie gesagt, dann können wir die unendlich vermehren. So, und jetzt haben wir zwar Bienen, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier machen will irgendwie. Also, ich würde sagen, wir ketten erstmal die Biene hier an. Und dann gehe ich mal kurz was, eine Runde schlafen. Und dann machen wir, denke ich mal, da wo jetzt noch dieser Hügel ist, da machen wir jetzt erstmal gleich alles platt. Und dann, und jetzt steht da auch im Chat Respawn Point Set, wenn man einfach schlafen geht. Ist auch nicht schlecht. Nee, also jetzt machen wir erstmal das hier alles weg und dann würde ich sagen, dann machen wir hier so einen kleinen Bienenpark hin. Oder beziehungsweise wir machen nicht alles weg, sondern erstmal nur so ein bisschen. Und dann muss ich mir mal überlegen, wie wir das Ganze bauen. Aber ich habe schon so eine Idee. Also wir werden auf jeden Fall einen Baum in die Mitte bauen und daran hängen wir dann so ein paar Bienennester. Dann stellen wir noch so ein paar einfach so dahin. Und dann halt ein paar Blümchen drumherum und so weiter. Vielleicht einen kleinen Teich. Und dann, hoppala. Und dann, das wird schon. Also, ich mache hier erstmal aber diesen ganzen Bums weg. So, ich denke, das müsste erstmal ein Platz reichen. Und ja, ich habe so viele Ideen jetzt eigentlich tatsächlich mir überlegt. Und ich weiß jetzt gar nicht so wirklich, was wir hier jetzt machen sollten. Also man könnte das Ganze natürlich in so einem riesigen Gewächshaus machen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen lame. Die Idee, die ich jetzt habe, ist, dass wir hier quasi einen großen Baum hinstellen. Ich kann das mal hier irgendwie schnell markieren. Ich nehme mal hier, zack. Zeige ich euch mal einen Trick, wie man immer große Bäume kriegt. Und zwar stellt ihr dann den Setzling halt dahin, wo der Baum halt hin soll. Also sagen wir mal hier hin. Und daneben stellt ihr dann einfach einen Dirtblock und da oben drauf eine Rose. Und der wird jetzt automatisch eben zu so einem großen Baum hier, zu sowas und nicht zu so einem normalen Baum. Und ich würde sagen, ja, hier kommt so ein großer Baum hin. Und je nachdem, wie groß der wird, überlegen wir uns, was wir mit dem machen. Also machen wir hier irgendwie vielleicht einen kleinen Unterstand oder sowas, wo halt die ganzen Nester sind. Und dann machen wir hier halt Blumen und Blumen und Blumen und vielleicht so ein paar Wege und so weiter. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal. Ist jetzt halt die Frage, wie machen wir denn den Unterstand am besten? Eigentlich wäre wieder das dunkle Holz am coolsten, denke ich. Das bedeutet, ich muss hier mal kurz die Biene alleine lassen und nochmal ins Dorf laufen. In dem Dorf war einfach kein einziges Stück mehr von dem normalen Holz. Das bedeutet, wir müssen, von dem Spruce-Bot. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier erstmal eine Tanne bauen und die abbauen. So, und dann können wir uns nämlich mal überlegen, wie wir das Ganze machen wollen. Ich mache einfach so einen ganz basic Unterstand, denke ich. Der so ein bisschen mit Fels, und man könnte den sonst auch, ja, man könnte hier auch so ein Fels, also den hier so als Felsen nehmen und den daran bauen. Ich glaube, ich mache den einfach hier hin. Das bedeutet, wir machen auf die Rückseite einen Felsen. So. Und dann mache ich da vorne, und dann mache ich nämlich einfach so ein schräges Dach so ein bisschen da unter. Das müsste dann schon reichen. So, man könnte, ich glaube, ich mache den so. Dann das Ganze natürlich noch ein bisschen höher. So. Ich denke, so kann man den schon lassen. Dann mache ich jetzt noch ein paar Blöcke davon weg. Und tausche das mit Andesit aus. So. Und von der anderen Seite machen wir das halt irgendwann dann hübsch. Das muss jetzt noch nicht so gut aussehen, irgendwie. So. Und dann machen wir da nämlich jetzt mit der Workbench, die wir uns jetzt hier craften. So. Da machen wir jetzt einmal so. Na, das hätten wir eh schon gehabt, okay. Nevermind. Dann machen wir aber auf jeden Fall erstmal ein paar Halbsteine.
Die werden wir brauchen. Dann machen wir uns nochmal Sticks. So, und dann machen wir Zäune nämlich. Das müsste eigentlich reichen, so. Und dann machen wir das so, dass wir hier einen hinmachen und dann 1, 2, 3 hier noch einen hinmachen. Wobei, den könnte man dann vielleicht auch so stellen. Und da oben drauf machen wir jetzt zwei davon. Ich hoffe, das sieht gut aus, Alter. Uff. Ich habe mir nämlich eigentlich noch gar keine Ideen gemacht. Das kam jetzt so spontan mehr oder weniger. So, und dann machen wir nämlich hier so eine Art Dach oben drauf. Ich muss jetzt nur irgendwie auch mal selber da hochkommen. So. Machen hier so eine Art Dach da drauf. So, der muss wieder weg. Upsala. Das ist natürlich, ich hasse das eigentlich mit Halbstein zu arbeiten, ganz ehrlich, das ist furchtbar. So, und den machen wir dann so. Und dann machen wir hier noch einen in diese Richtung. Hier das Ganze höher. Hier auch noch einen in diese Richtung. Und dann hier höher. Dann verbinden wir das hier einmal. Und hier oben drauf kommen dann halt wieder Dirtblöcke. So. Mal gucken, wie das aussieht. Machen wir hier auch noch ein paar Dirtblöcke hin. Und dann, das machen wir halt irgendwann nochmal hübsch von der anderen Seite, aber wir wollen jetzt erstmal das Bienendings von uns fertig machen. So, und mein Inventar ist einfach schon wieder komplett voll. Was wir hier für Sachen alles haben. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal schnell pennen. Und dann bauen wir das Ganze hier fertig. So, als nächstes mache ich mal den Baum hier schnell groß. Dann gucken wir mal, wie cool der wird. Oder ob der überhaupt cool... Ja, weil das ist doch mal ein richtiger Baum. Das sieht doch mal richtig gut aus. Man könnte hier auch eine Schaukel tatsächlich ranhängen. Ich glaube, das wäre sogar... Ja, das wäre richtig cool, glaube ich. Also wenn wir hier an diesen eine Schaukel hängen... Das mache ich, glaube ich. Ja, ja, das machen wir. So, aber erstmal machen wir jetzt hier das... Dings vom Zeug. Hatte ich ja da sind normale Steine. Wir haben sogar noch solche, die könnte man auch gut benutzen. So. Dann mache ich hier mal so und so und so. Den hier vielleicht wieder weg. Ich denke, das sieht so gut aus. Das kann man so lassen. So. Ja, das kann man, denke ich, echt so lassen. Dann können wir den hier vielleicht sogar noch austauschen mit einem Halbstein. Und da vielleicht auch nochmal einen drauf. Das sieht auch, denke ich, machbar aus. Und da stellen wir jetzt eben die Nester hin. Ich weiß nicht, ob das so normal ist, dass Bienen hier so Nester hätten, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich weiß, auf dem Boden glaube ich lieber nicht. Man könnte die sonst auch von der Decke hängen lassen, tatsächlich. Ich mach mal hier noch eine Schicht. So. Dann können wir nämlich hier noch eine von oben runterhängen lassen. Das mache ich dann mal so. Das sieht ja eigentlich schon mal ganz witzig aus. Und hier machen wir dann einfach noch einen normalen Baum hin, wo dann auch nochmal ein Nest drin ist, würde ich sagen. Das bedeutet, das hier brauchen wir. Müssen wir hier die ganzen Blätter mal wegmachen. Dann würde ich sagen, stellen wir den hier am besten hin. Na, wobei, dann könnte das hier immer noch in Range sein. So, den machen wir jetzt auch mal groß. Okay, der ist nicht groß genug. Also so mindestens zwei Blöcke sollte er hoch sein. Das bedeutet, hier leider nochmal alles weg. Und jetzt müssen wir nochmal warten, bis die Blätter hier weg sind. Aber in der Zeit, na okay. Ich mache hier einfach die Hollywood-Schaukel dran, die ich, glaube ich, in dem anderen Tutorial auch schon mal gezeigt habe. Jetzt muss ich mich nur dran erinnern, wie man die nochmal gebaut hat. Ich weiß, dass auf jeden Fall waren das ganz viele hiervon. Und dann brauchen wir Schienen, glaube ich, auch noch dafür. Ich mache erstmal... Wie waren das nochmal? Ich weiß mein eigenes Tutorial nicht mehr. Das ist krass, ne? Ne, ich mach das. Ich gucke mir das Tutorial einfach nochmal an und dann baue ich das Ding hier hin. Es würde nämlich, glaube ich, ganz cool aussehen, wenn man das hier hinbaut. Und was man auch noch machen könnte, ist vielleicht auf der Rückseite so einen kleinen... so eine kleine Mauer zu machen tatsächlich. Dass man da eben nicht runterfallen kann oder sowas. Das wäre nämlich doof. So. Deswegen würde ich sagen, mache ich hier einfach nochmal so ein paar Mauerelemente einfach hin. Die vielleicht auch ein bisschen massiver aussehen, so wie das zum Beispiel. Das sieht eigentlich ganz nice aus. So. Nee, hoppala. Da machen wir so einen hin und da so einen. Dann könnte man hier vielleicht noch einen Halbstein. Ja, ich habe hier noch mehr Halbsteine. So, zack. Und dann, eigentlich müsste man da irgendwie einen Knopf drauf machen oder sowas. So, geht das nicht mit Shift und Rechtsklick? Oh, okay, ich dachte, man kann da Knöpfe drauf machen. Dann legen wir den Stein einfach so darauf. Oder dagegen? Nee, da drauf. Sieht besser aus. So, dann machen wir hier noch so einen Pfosten hin. Da so ein Ding, dann kommt da einer drauf. Hier könnte man auch noch was hinstellen. Ich denke, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur hier nochmal irgendwie... Habe ich nicht noch? Nee, habe ich nicht. Ich könnte Gravel nehmen, aber Gravel sieht, glaube ich, auch komisch aus. Ich stelle einfach so einen hin und mache den einen höher. Dann machen wir hier vorne wieder Stonebricks hin und da oben drauf vielleicht nochmal einen sieht. Und hier so einen. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Das sieht doch schon nach einer schönen Mauer aus.
So. So, was können wir denn später hier auch theoretisch machen? Ich glaube, ich nehme einfach mal die Schere und mache hier die Blätter weg, damit wir hier weiterarbeiten können. So, und dann machen wir einen kleinen Teich und ganz viele Blümchen und sowas. Das, glaube ich, wird cool. So, das Ding da oben, komme ich da ran? Ja. Gut. Dann brauchen wir wieder den hier und den hier. Und wo war das? Hier? Habe ich den da hingebaut? Nee, oder? Ich glaube, hier so ungefähr. So, wir brauchen noch mehr Bone Meal. Ich will nicht das ganze Bone Meal dafür... Ah, okay, wir haben noch einen ganzen Stack Knochen. Dann kann ich mal hier ein bisschen... Jawohl, der sieht doch gut aus. So, und den hängen wir jetzt nämlich hier unter. So, und da waren zwei Bienen drin. Ich kacke ab, das ist ja absolut nice. Dann können wir echt hier die Bienen einfach absolut vermehren. Oh mein Gott, das ist ja richtig gut, dass da einfach zwei Stück drin waren. Also, eine wäre ja okay gewesen, aber zwei, das war ja absolut perfekt. Also, da kann ich mich echt nicht beschweren. So. Und die hier lassen wir jetzt auch mal hier einfach frei. Und die kann jetzt hier auch halt Bienensachen machen. Und ich glaube, ich pflanze hier schon mal direkt ein paar Blumen hin, damit die hier bleiben. So. Wobei, es sind eh keine anderen Nester in der Nähe. Eigentlich können die ja nicht verschwinden, oder? Ich hoffe zumindest. So. Hier oben mache ich einfach nochmal so eine Reihe hin. Sieht vielleicht auch ganz cool aus. So. Ja, ich denke, das kann man so lassen. Und jetzt müssen wir das Ganze hier natürlich noch ein bisschen dekorieren. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall erstmal hier einen kleinen See in die Mitte. Da haben wir die Schaufel. Machen wir hier einfach so einen kleinen... Oh, diese Legs, ne? Das ist ja... Wow, das ist krass gerade gewesen. Das muss ja in der Version liegen, ne? Das war ja sonst nicht so. Na egal. So, wir machen jetzt hier einfach, wie gesagt, einen kleinen See hin. Und dann machen wir hier Blümchen hin. Und was gibt's noch? Wir können ja auch eine Bank hinmachen. Ein Pavillon könnte man hier auch richtig gut hinbauen. Das mache ich dann, glaube ich, irgendwann anders mal. Wir wollen jetzt erstmal hier das für die Bienen soweit fertig machen. Und das laggt ganz schön gerade, ne? Liegt das an den Bienen? Das laggt halt immer noch, obwohl ich die Renderdistanz so niedrig gemacht habe. Das ist halt oft so, dass neue Versionen halt ein bisschen laggen. Ja, deswegen spiele ich die auch eigentlich ungern, aber die Bienen haben mich jetzt so gehypt, deswegen habe ich hier direkt gestartet quasi. Das ist echt nicht schön. Vor allem, woran liegt das? Das war halt eben die ganze Zeit noch nicht so. Naja. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die ganzen Blumen. Wir können auch noch Zuckerrohr holen. Ich will noch mal ein bisschen Zuckerrohr. Zack, zack, zack. So. Oh, die Biene hat sich verlaufen. Dann stellen wir hier mal zwei hin. Und hier noch mal welche. Und ja, hier vorne können wir auch noch was hinstellen. Dann machen wir noch Seerosen hin, davon haben wir auch welche. Aber vielleicht nicht so übertreiben wie sonst immer. Ich denke, so reicht das. Jetzt können wir die schon mal wieder zurücklegen. Boah, was wir hier alles für Blumen haben, ne? Das ist der Wahnsinn. Und wir können auch Gebüsche bauen. Ich glaube, das mache ich auch mal direkt hier vorne vielleicht. So, nochmal als Abgrenzung hier ein Gebüsch. Kann, denke ich, nicht schaden. So, und Gebüsche mache ich eigentlich immer random irgendwie. Spamme ich die Blöcke dahin. Und gucke, dass es irgendwie einigermaßen aussieht. So, vielleicht. Und hier dann nochmal ein. So, zum Glück haben wir eben noch hier ein bisschen Blätter abgefarmt. Und was man auch noch immer machen kann, ist so ein bisschen, so ein paar Blöcke noch in den Boden zu tun. Sieht eigentlich auch immer ganz nice aus. Und hier machen wir dann wieder irgendwie so ein, keine Ahnung, irgendwie einen Zaun oder sowas. Können wir eigentlich mal machen. Man könnte auch die hier als Zaun benutzen. Ich guck mal, wie das aussieht. Das bedeutet, wir machen jetzt hier quasi so einen Block hin. Denn hier, das hier so als Zaun. Das sieht ja auch eigentlich gar nicht so schlecht aus, ne? Könnte man eigentlich so lassen. Da oben drauf dann noch Fackeln oder sowas. Man könnte dann hier vielleicht auch nochmal ausleuchten mit einer Fackel. So, zack. Und an dem Baum hier auch. So, und hier stellen wir jetzt einfach ganz viele Rosen rein, würde ich sagen. Dann ist das hier so ein Rosengebüsch. So. Ich habe ja fleißig gesammelt. Aber bei denen hier stellen wir dann vielleicht doch ein bisschen weiter hier vorne hin. Habe ich noch kleine Rosen? Ne, das waren, glaube ich, alle kleinen Rosen, die ich habe, ne? Na, wir können aber Tulpen dafür dahin stellen. So. Ein paar Tulpen. Sieht ja schon mal ganz nett aus. Hier hinten könnte man vielleicht einfach einen Weg nach unten machen später. Ja, würde ich sagen, machen wir sogar. Dann machen wir nämlich hier einfach so einen drei Breiten. Ne, wobei drei Breiten ist ein bisschen viel, ne? Machen wir so. Die Axt habe ich da. Zack, zack, zack. Dann geht das halt hier so runter. Das wird dann auch, glaube ich, ganz entspannt. So. Und dann können wir hier, also eigentlich könnte man hier noch Wege bauen, aber das Ganze muss ja natürlich erstmal zum Gras werden. Das bedeutet, das können wir halt leider noch nicht tun. Ich stelle hier einfach nochmal ein paar Pfeiler drauf, wenn man sie noch über hat. Dann können wir hier vielleicht nochmal ein Gebüsch hin tun. So, nochmal so als Abgrenzung hier.
Jetzt habe ich keine davon mehr. Ich könnte natürlich auch solche noch mit einbauen. Aber sieht, glaube ich, ein bisschen komisch aus. So. Machen wir hier solche hin und dann haben wir noch so kleine Blümchen, die wir da vorstellen können. Eigentlich auch ganz nett. Hier hinten könnte man natürlich auch noch welche hinbauen, so direkt an dem, an den Bienenwaben dran quasi. Das ist, glaube ich, auch am schlauesten, dass wir hier direkt welche machen. So. Zack, zack, zack. Und das Wichtige ist, dass man es halt nicht übertreibt, also dass man halt nicht wirklich alle Farben auf einen Fleck macht, sondern immer nur so drei vielleicht maximal. Sieht dann eigentlich immer am besten aus. Und hier zum Beispiel ist überall rot. So, und dann machen wir hier später einen Weg drumherum, der dann hier vielleicht entlang geht. Und, okay, vielleicht sind das hier doch ein paar sehr viele Blumen. Nehmen wir hier doch nochmal ein paar weg. So, so sieht schon besser aus, würde ich sagen. Können wir die roten hier vielleicht nochmal ein paar hinstellen. Weil die Bienen verteilen die ja auch, deswegen müssen ja überall so ein paar davon sein. Was haben wir noch? Wir haben noch gelbe Blumen. Die können wir vielleicht hier in die Mitte so ein bisschen stellen. Und ansonsten, wir haben diese blauen. Habe ich die schon benutzt? Nee, die stellen wir einfach zu den gelben dazu. Sonst haben wir schon alle Blumen, die ich habe, benutzt, oder? Nee, weiße Tulpen haben wir gleich auch noch nicht. Da können wir hier mal so ein paar dazustellen. Ja, ich muss halt gucken, dass ich es nicht übertreibe, ne? Das wird hier schon wieder alles ein bisschen sehr viel. Aber ich denke, das kann man vertreten hier auf jeden Fall. So, dann machen wir hier halt da Dingsbums hin. Und hier so einen Weg. Ich glaube, das wird eigentlich ganz cool. Hier könnte man natürlich hier dann auch noch, also so Bänke und sowas hinstellen, aber dafür brauchen wir wieder ein paar mehr, ein bisschen mehr dunkles Holz. Kann ich ja hier nochmal ein bisschen abfarmen. Dann haben wir das nämlich auch. Und in der Zeit kann halt vielleicht noch mal Rasen so ein bisschen wachsen. Ist natürlich nervig, dass er halt so langsam wächst tatsächlich. Wir könnten auch einen ganz normalen Weg da eigentlich hinbauen mit Cobblestone und mit Andesit und Gravel und sowas. Das mache ich sonst, glaube ich, einfach mal. So, und guck mal, ich schalte jetzt in den verschiedenen Betten, also einmal links und einmal rechts, und das ändert halt jedes Mal den Spawnpoint. Eigentlich ist das ganz cool, dass man das sieht, aber irgendwie, weiß nicht, das ist auch ein bisschen verwirrend, solange man sich noch nicht dran gewöhnt hat, finde ich. Also, weiß nicht, ne? Irgendwie ein bisschen, so. Zack. Dann können wir uns nämlich hier ein paar Bänke bauen und ein paar Schilder können wir uns auch noch schnappen. Die können wir nämlich dann so als Lehnen benutzen. So, mein Inventar schon wieder absolut voll. Mal hier wieder ein bisschen was loswerden, so. Dann würde ich sagen, können wir hier auf jeden Fall eine Bank hinstellen. So. Und daneben könnte eigentlich auch wieder eine Blume hin vielleicht, oder soll ich einfach die Bank zumachen? Ich glaube, die Bank zu sieht noch ein bisschen cooler aus. Dann kommt hier halt, man könnte sonst an diesen hier das Ding bauen, das sieht, glaube ich, am besten aus, weil der hier ist so weit vorne. Dann könnte man hier auf jeden Fall noch eine Bank hinstellen. So, und später mache ich das Ganze hier natürlich auch noch weg, dann kommt da irgendwie eine Hecke hin oder sowas. Und jetzt habe ich immer noch welches und das könnte man sonst vielleicht hier hinstellen, dann hat man hier so einen schönen Blick über die Welt. Glaube ich auch ganz cool, wenn man sich dann hier so hinsetzt und halt Nebel sieht und so weiter. Jetzt haben wir immer noch einen davon. Wo tue ich denn den einen jetzt noch hin? Ich glaube, den lasse ich einfach, scheiß drauf. So, da können wir da, ich habe auch noch Kürbisse, die können wir hier auch noch hinstellen irgendwie. Vielleicht irgendwo, naja, wobei, lieber nicht. Dann schnappen wir uns jetzt noch Gravel und machen hier noch eine Straße hin, würde ich sagen. So ein bisschen zumindest, damit wir die mal so andeuten. Also das bedeutet, hier machen wir eine Straße lang, geht dann bis hier vorne. So in etwa. Und dann stelle ich da schon mal, man könnte, nee, hier hätte ich eigentlich, na wobei, hier könnte ich auch die hin machen. Das ist hier nämlich so der Weg nach unten. Dann stelle ich hier ein bisschen Gravel hin. Zack, zack. Immer mal. Es laggt ganz schön doll, wenn ich hier Blöcke platziere tatsächlich. Also ich glaube, ich brauche auf jeden Fall Optifine, so schnell wie es geht. So. Das müsste ja eigentlich schon mal gehen. Und dann machen wir den hier nochmal nach links und rechts jeweils ein bisschen cooler. Weil es sieht so gerade aus. Gerade, das wollen wir natürlich eigentlich nicht haben. So. Aber wenn man jetzt halt hin und wieder mal so einen random Block einfach dazu setzt, dann sieht das schon sehr viel besser aus. Hier zum Beispiel so und dann einen noch hier hin. Und ja, hier in diese Richtung vielleicht nochmal Gravel. Dann hier vielleicht nochmal was. So. Da könnte man hier auf jeden Fall noch was machen. Also ihr seht schon eigentlich, jedes Mal, wenn ich was baue, dann baue ich eigentlich erstmal irgendwas und dann schaue ich, wie ich es verbessern kann. Das ist eigentlich so die einfachste Variante, so für mich zumindest. So. Das sieht ja schon mal ganz nice aus. Und dann könnte man hier vielleicht noch so ein bisschen Weg machen, aber nicht mehr so viel, der dann hier so lang geht. Und dann machen wir hier den Rest halt, wie gesagt, aus diesen Pfadblöcken. Sieht eigentlich auch immer ganz gut aus.
So, dann mache ich hier mal so einen Weg drumherum einfach. Und der geht dann hier wieder zur Hauptstraße. Sieht eigentlich auch ganz nett aus. Und hier machen wir dann einfach so einen kleinen Weg hin, der nach hier geht, wo dann die Schaukel noch hinkommt. So, aber ansonsten haben wir eigentlich soweit alles fertig. Ich könnte eigentlich nochmal hier, wo habe ich denn, da habe ich die Schaufel, könnte ich hier schon mal so ein bisschen was machen. So. Und hier vielleicht auch nochmal so ein bisschen, hier ist ja schon überall was. So ein kleines trampelfahrtmäßiges Gezeugs und Gedue und so. Sieht eigentlich auch ganz geil aus. Also die Bienen sind auf jeden Fall richtig cool. Bin ich echt froh, dass sie endlich mal in Minecraft kommen, weil die, weiß nicht, die haben so eine Lücke gefüllt, die es irgendwie gab, finde ich. So. Da können wir eigentlich auch noch was hinstellen. Habe ich noch ein paar große Blumen vielleicht? Ja, hier, diese hier. Die könnte man hier auf jeden Fall noch hinstellen. Und vielleicht noch irgendwelche kleinen dazu. Ein paar Tulpen. So, und ich denke, das müsste auf jeden Fall reichen für die Bienen. Die haben jetzt hier so viele Blumen, die sie abernten können. Und es sieht eigentlich tatsächlich ziemlich gut aus. Also besser als gedacht eigentlich. Jetzt müssen wir das natürlich nur noch ein bisschen ausleuchten. Da gucke ich mal, ob ich vielleicht... Ah, wir haben ganz viel mit Villagern getauscht übrigens. Und da können wir natürlich die ganzen Laternen nehmen, die wir uns ertauscht haben. Ja, die sind natürlich am besten dafür. Und ich sehe hier gerade, ich habe noch zwei Pilze. Die schlechte auch einfach. Na, wobei, Pilze. Pilze und Bienen passt, glaube ich, nicht so gut zusammen. So. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar Fackeln. Und die stellen wir da jetzt auch nochmal hin. Und später werden wir das Licht natürlich ein bisschen verstecken. Und wir werden auch die Mauer hier noch ein bisschen cooler bauen von außen. Aber wie gesagt, das kommt dann irgendwann noch. So, damit hier natürlich nichts spawnt. Zack, zack, zack. Hier nochmal lang gehen und dann können wir hier noch was hinstellen. Und ich denke, damit bin ich soweit zufrieden. Wir haben Bienen gefunden. Und ich weiß gar nicht, wo die alle hingeflogen sind. Okay, eine ist da. Aber die anderen sind keine Ahnung. Aber ich denke, das ist soweit ganz cool geworden. Und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ihr könnt ein bisschen was lernen, wie man Bienen fängt, wie man denen vielleicht so einen kleinen coolen Park bauen kann. Und dann würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Bienen in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.